Moin Leute und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Akenia Gothic 4. Da sind starke Goblins. Oh, deswegen wollte ich die töten eigentlich. Aus der Ferne schon. Im letzten und richtigen Moment. Oh ne, perfekt da rein. Perfekt, aber... Das war's mit unserem Leben. Ich habe hier gerade echt starke Probleme in diesem Game. Es nervt auch total ab. Im letzten Part haben wir kaum was geschafft. Nur ein Typi angesprochen. Und der hat uns auch nur angegriffen. Ja. Schade, dass wir nicht rennen können, dann wäre ich jetzt hier an denen vorbeigezischt und alles wäre gut. Aber nein. Es soll uns eben das Game schwer machen. Und da vorne sind sie auch schon wieder. Die Goblins. Oh mein Gott. Da vorne sind, glaube ich, wieder nur welche, die uns töten. Obwohl, nee, das ist die Taverne. Hier sind wir eigentlich sicher. Könnten wir hier nicht mal die Frau ansprechen? Die Dicke, wo ist sie denn? Wie viele Orks braucht man, um eine Kuh zu melken? Bist mit einem Boot hierher gekommen, was? Woher weißt du das? Dartan hat die Brücke im Norden dicht gemacht und im Süden ist der Pass verschüttet. Wenn du nicht durch den Silbersee geschwommen bist, bleibt nur ein Boot. Du siehst nicht aus wie eine gewöhnliche Reisende. Wer bist du? Mein Name ist Syra. Ich bin eine Abenteurerin. Meine Spezialität sind alte Ruinen. Du kennst dich mit Ruinen aus? Hast du etwas über einen alten Tempel hier im Gebirge gehört? Du suchst nach einem alten Tempel? Wie spannend. Erzähl mir mehr darüber. Viel weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall suchen Robas Paladine auch nach dem Tempel. Die Paladine? Ja. In dem Tempel soll es nämlich einen gottgeweihten Amboss geben. Den wollen die Paladine und ich werde verhindern, dass sie ihn bekommen. Dann kämpfst du für den König von Setarif? Ich kämpfe für keinen König. Ich will meine Verlobte rächen, die von Robas Männern ermordet wurde. Das mit deiner Verlobten tut mir leid. Aber sei vorsichtig. Rache ist ein zweischneidiges Schwert. Ich habe mit einem Magier gesprochen. Er hat mir einen Hinweis gegeben, wo ich vielleicht etwas über den Tempel rausfinden kann. Wo? In der Burg beim Silbersee gibt es ein altes Archiv. Dort kann ich vielleicht etwas über den Tempel herausfinden. Na, dann musst du dir überlegen, wie du an den Räubern vorbeikommst. Sonst kommst du nicht zum Silbersee. Ich weiß. Warum habe ich... Okay, Mertel, oh, nee, wo ist jetzt die dicke Frau? Die bräuchten wir. Ich weiß nicht, wie sie heißt, deswegen sage ich einfach... Da ist sie doch, Mordor. Wir müssen zu diesem Typi. Ich würde mir gerne deine Waren anschauen. Och man. So. Ende. Vishir haben sie auch niedergebrannt. So. Dann versuchen wir doch alles Ganze gleich nochmal. Und gehen zu Garth. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Hier liegt immer noch das tote Viech. Vielleicht aus dem Gras raus, vielleicht kommen da nicht so viele Viecher.
Da vorne ist, glaube ich, ein Viech. Oder ist es auch schon tot? Ich hätte so gehofft, dass dieser Garf mal ein guter ist. So. Da kommen Gegner. Blutfliegen sind gar nicht so schwach, wie man denkt. Weil wenn da mehrere sind, dann hat man praktisch gesehen, mit so wenig Leben schon halb verloren. Oh, nee. So. Nicht nachgeben. Wir lassen jetzt hier alles stehen und liegen. Garf ist da, der ist aber nicht gut zu uns. Und wir haben nichts mehr um... Obwohl, wir sind in keinem Kampf verwickelt, dann können wir uns vielleicht diese wunderschöne Rolle nehmen. Wow. Wunderheilung. Wofür in dem Kampf brauchen wir doch auch noch was. Da könnten wir das hier nehmen. Inventar schließen. Okay. So, dann versuchen wir uns einfach mal bei den Garf. So, zack. Und den Holzfäller auch. Jetzt lassen die uns schon in Ruhe. Oh, dann war das wohl das Richtige. Genug! Her mit dem Met. Hier, nimm! Mir ist der Durst vergangen. Aha, jetzt haben wir dich doch, du Schweine. Und die waren eigentlich gar nicht so stark. Also alle, die hier an der Stelle auch Probleme hatten wie ich, geht einfach zu denen, immerhin auf dem Weg versuchen, das Leben gut zu behalten, sodass ihr fast volles Leben habt, sodass ihr auch gut immer Tiere töten könnt. Wenn ihr ein Tier seht, tötet es so schnell wie möglich und zwar sofort, damit nicht noch mehr kommt, dass ihr dann sterbt. Und bei Garf auch volles Leben vorher, bevor man die angreift, bevor man im Kampf verwickelt ist, am besten die Klopapierrolle oder was das sein soll nehmen. Und dann hat man da auch echt gute Chance. Den Met haben wir jetzt. Jetzt gehen wir nochmal zu Router und sprechen ihn an. Du bist Router? Da hast du verdammt nochmal recht. Ich bin Router. Ich habe gehört, du hast einen Plan, was man gegen die Räuber tun könnte. Verrätst du ihn mir? Klar. Hör zu. Wenn die Räuber einfach nur Räuber wären, würde ich sie abschlachten, keine Frage. Aber da sind ja auch Freunde dabei und die kann ich nicht einfach abschlachten, richtig? Du hast Freunde unter den Räubern? Ja, verflucht. Lörn und die anderen Fischer, die haben sich Dartan und seinen Spießgesellen angeschlossen, weil Murdra ihre Boote verkauft hat. Als sie im Krieg waren, die armen Hunde. Warum hat Murdra die Boote verkauft? Weiß ich auch nicht so genau. Ich war ja nicht da, richtig? Dann soll Murdra den Fischern doch einfach das Gold geben, das sie für die Boote bekommen hat. Vielleicht wird sie das ja. Aber als Lorn aus dem Krieg zurückgekommen ist und gehört hat, was Murdra gemacht hat, war er stinksauer und hat ihr das Holzbein geklaut. Das Holzbein? Welches Holzbein? Das Holzbein von Belgor, Murdras verstorbenem Mann. Murdra liegt viel an dem verdammten Bein. Ein Geschenk vom König, ein Andenken, was weiß ich. Frauen, ist ja auch egal. Die beiden reden nicht mehr miteinander, richtig? Und was ist dein Plan? Lorn muss Murdra das Holzbein zurückbringen und Murdra den Fischern das Gold für die Boote geben. Dann ist alles in Butter.
Die Fischer gehen wieder fischen und ich kann endlich die verdammten Räuber abschlachten. Kein Problem. Dann red doch mit Lorne. Das habe ich ja gerade gemacht, aber er vertraut mir nicht. Verfluchte Scheiße. Weil ich in der gespaltenen Jungfrau wohne bei Murdra. Soll ich mal mit Lorne reden? Ja, warum nicht? Red du mal mit Lorne. Du bist neu hier. Neutral. Richtig. Wo ist er? Da oben auf dem alten Wachturm, trauert seinen Booten nach und starrt auf die verdammte See. Okay, dann werden wir gleich mal mit Lorne sprechen. Aber dies tun wir nicht mehr jetzt, sondern im nächsten Part. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Ciao, Leute. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und der kifft gerade in der Runde, beziehungsweise raucht. Die Kiste plündern wir nochmal schnell. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Abonniert mich, kommentiert mich, favorisiert mich und so weiter. Ciao, Leute.